Moin und herzlich willkommen zum leider letzten Spooktober-Video in diesem Jahr. Ja, ist es nicht Wahnsinn, wie schnell der Oktober an uns vorbeigerast ist? Und leider habe ich es tatsächlich auch nicht geschafft, dieses Video noch im Oktober unterzubringen, sondern es ist jetzt ja Anfang November geworden. Aber ich bin euch dieses Video auf jeden Fall noch schuldig gewesen und das wollte ich auf jeden Fall noch in diesem Jahr abdrehen und euch hochladen. Alle anderen Ideen, die ich noch hatte, werde ich dann aufbewahren für nächstes Jahr, für den Spooktober. Falls ihr den ersten Teil von Zeig mir ein Buch, das in der Halloween Edition verpasst habt, dann werde ich euch das natürlich in der Infobox verlinken, genauso wie die anderen Spooktober-Videos, die Videos also zum Thema Grusel- und Horrorliteratur. Und ich habe euch ja im ersten Teil schon erzählt, dass ich euch ja um Hilfe gebeten habe für dieses Format. Und zwar habe ich euch auf Instagram und auf YouTube gefragt, ja, was soll ich denn mal zeigen? Was soll ich als Buch zeigen, was zum Thema Halloween passt? Und da sind so einige Aufgaben eingetrudelt und die habe ich ja eben gesplittet, weil es einfach so viele waren. Die erste Hälfte habe ich im ersten Teil schon beantwortet oder beziehungsweise gelöst mit Büchern. Da habe ich schon einige Bücher euch vorgestellt und jetzt im zweiten Teil ist eben die ja, zweite Hälfte dran. Ich habe die alle hier rausgeschrieben. Ich habe euch auch im ersten Teil schon erzählt, dass ich so ein bisschen ja, sortiert habe und dass einige Aufgaben sich gedoppelt haben, ähnlich waren und dass ich dann ein bisschen zusammengefasst habe und dass es auch Aufgaben gab, die ich nicht beantworten konnte. Ja, und jetzt fangen wir mal an. Welche Seite ist die richtige? Genau. Also, ich werde jetzt eure Aufgaben beantworten und hoffe, dass da wieder ordentlich etwas für euch dabei ist. Ich habe auch darauf geachtet, dass keine Bücher doppelt dran kommen, dass also nicht alle Bücher, die ich im ersten Video gezeigt habe oder in den letzten Videos allgemein wieder vorkommen. Somit, wenn jetzt dieses Video vorbei ist, habt ihr, glaube ich, alle meine Horror- und Gruselbücher aus meinem Regal gesehen. Jedenfalls fast alle. Und dann ist es ja vielleicht auch ein ganz guter Abschluss für den Spooktober. So, wir beginnen. Zeig mir ein Buch, das du zu deinen Top 3 Gruselbüchern zählst. Ja, da fangen wir ja gleich schon mit einer Mega-Aufgabe an. Ist natürlich immer schwierig, ein Lieblingsbuch rauszusuchen, aber es wurde ja relativ human formuliert, dass es sich in den Top 3 befindet. Und da wurde es, finde ich, mal wieder Zeit, dieses Buch hier euch vorzustellen. Und zwar ist das Silenus von Robert Jackson Bennett. Hierbei geht es um eine Schaustellergruppe, die ja, von Ort zu Ort zieht und scheinbar großen Eindruck hinterlässt und die Zuschauer immer sehr in ihren Bann schlägt. Und es gibt einen jungen Musiker, der unser Protagonist ist und auf der Suche nach seinem Vater ist. Und die Spur führt eben zu dieser Schaustellertruppe. Und ja, da gibt es so einige, ja, sehr, sehr interessante Mitarbeiter in dieser Schaustellertruppe. Es gibt einen Puppenbeschwörer, es gibt eine Tänzerin und es gibt natürlich auch noch den Anführer dieser Gruppe und das ist Silenus selbst. Und er gerät halt in diese Gruppe hinein und was deren Mission ist, was deren Aufgabe ist, das muss man hier erfahren. Es ist eine sehr, sehr interessante Mischung, was ich so noch nicht gelesen habe. Besonders gruselig fand ich hier eben diese Holzpuppen, die scheinbar lebendig werden. Es gibt aber auch so ein paar fantastische Einschübe, mit denen ich nicht gerechnet habe. Es ist tatsächlich auch ein Einzelband. Ja gut, in der Horrorliteratur ist das jetzt ja nicht unbedingt etwas Neues, aber dieses Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist für mich auch ein kleiner Geheimtipp, weil ich das nicht oft sehe. Ich habe zwar schon einige Meinungen gehört, die dieses Buch jetzt nicht so gut fanden, aber für mich war das wirklich ein großes Highlight und für mich auch für euch ein großes Geheimtipp. Tipp-Buch und wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, kann ich euch meine Rezension dazu verlinken, die allerdings schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem ein bisschen über das Buch etwas mehr verrät. Zeigt mir ein Buch, das
unbedingt verfilmt werden sollte. Ja, wenn ihr meine Videos öfter schaut, dann wisst ihr vielleicht, dass ich Buchverfilmung gar nicht unbedingt brauche, dass ich einfach sehr, sehr gerne meine eigene Welt, meine eigene Vorstellung im Kopf behalten möchte und dass Verfilme auch nicht immer das Beste aus den Büchern herausholt. Aber ich bin dann meistens doch so neugierig, dass ich mir die Filme dann doch anschaue. Und da entdeckt man natürlich doch manchmal große Highlights. Ich habe jetzt ein Buch ausgesucht, was eh schon so ein bisschen visualisiert worden ist, weil es eben ein Comic ist. Und zwar ist das Alisik und das ist der erste Teil einer vierteiligen Reihe. Und der erste Band heißt Herbst von H. Ruflet und H. Vogt. Und ja, das ist eine sehr, sehr düstere, aber auch wundervoll gestaltete Comic-Reihe, die ich optisch sehr, sehr genossen habe. Und ich dachte, wenn man in diesem Stil bleibt und daraus einen Film macht, dann könnte ich das wirklich sehr genießen. Vielleicht wäre da ja auch Tim Burton dran interessiert. Seine Filme mag ich immer sehr, weil die so ein bisschen skurril und so ein bisschen makaber auch sind. Und dazu würde das vielleicht ganz gut passen. Und würde vielleicht auch so ein bisschen das Kitschige, was hier drin vorkommt, ein bisschen aufheben. Ja, hierbei geht es um ein Mädchen, das nach ihrem Tod auf dem Friedhof aufwacht und erstmal begreifen muss, dass sie jetzt ein Geist ist und auf diesem Friedhof scheinbar gefangen ist. Es gibt noch andere Geister auf dem Friedhof, von denen sie ja willkommen geheißen wird. Und dass jetzt sozusagen ihre neue Familie wird. Und sie wird von den Menschen nicht gesehen. Also sie sind unsichtbar für die Menschen. Nur ein Junge kann sie irgendwie wahrnehmen. Ich glaube, er kann sie hören, er ist aber blind. Und zwischen denen entspinnt sich so eine leichte Liebesgeschichte. Aber es geht eben auch um das Leben auf dem Friedhof, warum die überhaupt nicht ins Jenseits gegangen sind und um die Vergangenheiten der jeweiligen Figuren, also wie sie überhaupt umgekommen sind in den verschiedensten Zeiten. Und besonders die verschiedenen Figuren auf dem Friedhof fand ich wirklich toll. Die Liebesgeschichte, hätte ich jetzt nicht unbedingt so ausführlich gebraucht, aber deswegen Tim Burton-Verfilmung könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das hier sehr gut reinpasst und den Stil mag ich wirklich sehr, vor allem die Farben. Und das als Film könnte ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen, also als so eine Animationsverfilmung, ne? Keine Realverfilmung. Nächste Aufgabe: Zeig mir ein Buch, das eine besonders bildreiche Sprache verwendet. Ja, da war mir eigentlich ziemlich klar, welche Autoren ich euch da zeigen möchte. Ich hatte allerdings ein Buch, was mir sofort eingefallen ist, gerade erst vorgestellt und habe dann zu einer anderen Reihe gegriffen. Und zwar ist das Reckless von Cornelia Funke. Das Labyrinth des Faun hatte ich euch eben in einem der letzten Videos doch öfter mal in die Kamera gehalten und ein bisschen detaillierter vorgestellt. Deswegen ist mal wieder Reckless an der Reihe. Die Reihe ist leider noch nicht beendet. Es ist gerade erst der vierte Band erschienen. Ich habe Band 1 bis 3 gelesen. Zwischen Band 3 und Band 4 war eine ziemlich lange Wartezeit, bis Band 4 endlich erschienen ist. Die Reihe ist aber, wie gesagt, immer noch nicht abgeschlossen. Es sollte eigentlich eine fünfteilige Reihe werden. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Ich habe deswegen halt noch nicht weitergelesen, weil ich jetzt erstmal warten wollte, bis die Reihe wirklich beendet ist und dann möchte ich von vorne beginnen. Denn es ist wirklich eine sehr, sehr düstere Märchenadaption, beziehungsweise stecken hier mehrere Märchenadaptionen drin. Ja, Jakob und Will Reckless sind das, glaube ich, die Gebrüder, die, jetzt sage ich schon Gebrüder, weil ich voll im Märchen Gedanken drin bin, also die Brüder Jakob und Will, die bekommen halt den Einblick in eine andere Welt. Zunächst einmal Jakob, der Ältere, der hinter die Spiegel gerät und dort die märchenhafte Welt entdeckt, wo wirklich alle Märchen wahr zu sein scheinen. Allerdings sehr, sehr düster ist die Welt auch und sehr gefährlich. Er flüchtet aber allerdings immer mehr aus der Realität und hält sich immer mehr dort auf und macht sich dort einen Namen als Schatzjäger. Und irgendwann folgt ihm allerdings sein kleiner Bruder und der ist nichts ahnt, stolpert er da in die Gefahren
und ja, hat sich dann sobald auch an einer Krankheit angesteckt und er wird, also sein Fleisch wird zu Stein, er wird zu einem Goil, ich glaube, so hießen diese Kreaturen, ja, die etwas zu planen scheinen und die auch eine Gefahr sind für diese Welt. Und er wird halt immer mehr zu dieser Kreatur, er wird immer mehr zu Jade. Und das versucht natürlich Jakob zu verhindern. Und es gibt noch einige andere Gefährten. Ja, und besonders hier fand ich eben, um so ein bisschen auch die Aufgabe zu beantworten oder zu lösen, ja, hier finde ich halt diese bildhafte Sprache von Cornelia Funke, diese märchenhafte poetische Sprache passt hier natürlich perfekt rein. Sie schafft immer mit ihren Worten wirklich eine wundervolle Atmosphäre und das Düstere kommt hier auch besonders gut raus. Deswegen finde ich, passt es trotzdem sehr gut in ja, diese Halloween Edition. Und ich kann es euch sehr empfehlen. Besonders Band 2 hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich freue mich schon, wenn die Reihe endlich beendet ist, dass ich dann auch wieder von vorne anfangen und kann und wieder in diese wunderschöne Welt abtauchen kann. Und ja, sind auch wirkliche Hingucker, ne? Kann man nichts anderes sagen. Zeig mir ein Buch, das dein Gruselklassiker ist. Ja, damit kann man natürlich so ein bisschen spielen mit der Interpretation. Was ist jetzt ein Klassiker? Was ist damit gemeint, dass es mein Klassiker ist? Also ich habe mir jetzt schon einen Klassiker rausgesucht, den man schon als Klassiker bezeichnen kann, finde ich. Und es ist für mich auch ein Buch, was ich schon in der Kindheit gelesen habe. Das heißt, es ist für mich auch schon länger her, dass ich es gelesen habe. Und ich habe mich da entschieden für Krabat von Ottfried Preußler. Ja, das war ein Buch, was mich wirklich mit als erstes richtig gegruselt hat. Krabat ist auf jeden Fall ein Buch, was mich sehr überrascht und begeistert hat, denn es war eine Schullektüre. Und normalerweise sind Schullektüren, obwohl ich ja damals schon gerne gelesen habe, meistens nichts für mich gewesen. Aber das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Über den, ja, Müller-Lehrling, der eben bei einem Müller in die Lehre geht und da sind noch andere Lehrlinge und seltsamerweise ist deren Meister ja in der schwarzen Magie, in der schwarzen Kunst bewandert und es verschwinden auch immer mehr Lehrlinge und es passiert mit denen etwas Seltsames und er ist wirklich sehr, sehr furchteinflößend. Dann geht es noch um besondere Krähen. Und ich fand das Setting toll, ich fand das wirklich sehr, sehr düster. Ich habe auch Lust, das irgendwann nochmal zu lesen. Es gibt auch eine Verfilmung dazu, aber so richtig habe ich mich da noch nicht rangetraut, weil das eben auch so verankert in meinem Kopf ist und ich mir das eigentlich nicht kaputt machen möchte, was ich mir da aus der früheren Zeit, ich glaube, das haben wir in der 5. oder 6. Klasse gelesen, ja, irgendwie aufgebaut habe. Und das ist sicherlich kein großer, ja, nicht unbedingt Horror für viele, aber ich fand das unglaublich schaurig und spannend und irgendwie auch mal was anderes vom Setting und von der Geschichte her. Und ja, das Cover ist jetzt nicht unbedingt das hübscheste. Es gibt noch andere, die vielleicht ein bisschen hübscher aussehen, aber genau das ist eben auch die Ausgabe, die ich früher hatte. Beziehungsweise da hatten wir die aus der Bibliothek ausgeliehen und ich habe mir das dann später dazu nachgekauft. Wenn es irgendwann vielleicht mal eine Schmuckausgabe gibt, dann könnte ich mir vorstellen, das nochmal zu kaufen. Und ja, dazu würden vielleicht auch Illustrationen sehr, sehr schön passen. Mal gucken, ob ich mir da nochmal irgendwie mehrere Ausgaben anschaue und mir eine weitere zulege. Aber dafür möchte ich es, glaube ich, nochmal lesen, ob es sich tatsächlich immer noch als ja, Lieblingsbuch oder Lieblingsklassiker in diesem Fall entpuppt. Und dann entscheide ich mich dafür. Aber der Thienemann Verlag ist ja durchaus auch bekannt für seine Schmuckausgaben, auch von Michael Ende zu Momo. Und auch zur unendlichen Geschichte. Da sind ja jetzt gerade ganz tolle neue Bücher rausgekommen. Und ich meinte, ich hätte da bei Krabat auch irgendwas gesehen. Ja, da muss ich nochmal auf Recherche gehen. So, ich darf mich jetzt hier auch nicht dauernd verquatschen, weil ich habe noch einiges auf dem Zettel und noch einige Stapel hier links neben mir liegen. Deswegen, ja, mal gucken, ob ich es jetzt hier mal ein bisschen gerafft kriege. Aber ja, ihr wisst ja, so richtig kurz fassen kann ich mich nicht.
Zeig mir ein Buch, das für dich das unheimlichste Wesen enthält. Ja, ob es jetzt das unheimlichste ist, weiß ich nicht, aber es steht so ein bisschen für etwas, was ich immer sehr gruselig finde. Und zwar finde ich es immer gruselig, wenn Spielzeuge oder Puppen lebendig werden und dann bösartig sind. Ich weiß nicht wieso, aber Kinderspielzeug finde ich extrem gruselig, wenn das auf einmal lebendig wird. Vielleicht, weil es eigentlich etwas Unschuldiges ist und eigentlich was total Positives und etwas, was einen ablenken soll und gerade das dann ja irgendwie creepy wird. Ja, und da habe ich jetzt mir mal etwas rausgesucht, das ist nicht unbedingt Kinderspielzeug. Aber ihr werdet es dann ja sehen. Und zwar habe ich mir die silbernen Augen Five Nights at Freddy's von Scott Cawthon und Kyra Breed Risley rausgesucht. Das ist auch eine Reihe. Das ist jetzt Band 1 einer Trilogie. Und es ist die Romanreihe zu dem Computerspiel Five Nights at Freddy's. Ja, damit habe ich auch tatsächlich begonnen. Ich habe das Let's Play geguckt von Five Nights at Freddy's, wo man eben einen Nachtwächter spielt in einer verlassenen Pizzeria. Und dort gibt es halt so Animatronics, das sind so lebensgroße oder menschensgroße Maskottchen. Einmal ein Bär, ein Hase und ein Küken. Und das sind eben so Roboter, die auf einer Bühne stehen und immer Lieder spielen. Und die haben eben so ein Skelett in sich drin. Und damit können sie sich eben bewegen. Und scheinbar werden die nachts lebendig und scheinen auch in Morde verwickelt worden zu sein oder in Unfällen, wo Kinder ums Leben gekommen sind in der Vergangenheit. Ja, und darauf basiert eben jetzt hier dieser Roman. Und hier begegnen wir Jugendliche, die eben in den Ort Hurricane zurückkehren, wo damals in dieser Pizzeria etwas passiert ist. Ja, und genau das, diese lebensgroßen Maskottchen, das ist auch so ein bisschen was für Kinder sein soll und nett und lustig anzusehen. Ja, Freddy ist eben der Teddybär, der menschengroße Teddybär. Und es gibt aber auch noch ein paar andere, die wir im Laufe, ein paar andere Animatronics, die wir im Laufe der Romanreihe kennenlernen. Und was dahinter steckt, fand ich wirklich richtig schön gruselig, obwohl das schon eher eine Jugendgeschichte ist. Und ich hatte doch auch so einige Kritikpunkte, besonders bei Band 2. Band 3 habe ich noch gar nicht gelesen und irgendwie bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher, ob ich da noch weiterlesen möchte. Aber ja, die Geschichte hinter dem Game, und es gibt so viele Theorien von Fans, die auch YouTube-Videos dazu gedreht haben, das macht schon Spaß, weil da halt wirklich, obwohl das Computerspiel selbst ist relativ schlicht und gar nicht so komplex, aber eben die Geschichte, die dahinter steckt. Und da spielt eben auch so diese gruseligen Animatronics schon irgendwie eine Rolle. Und ja, wie gesagt, Puppen, Kinderspielzeug, Plüschtiere, wenn die auf einmal böse werden, das finde ich, ja, sind tatsächlich Wesen, die ich unheimlich finde. Zeig ein Buch mit wahrem Kern, das dich zu Tode gegruselt hat. Ja, das habe ich jetzt nicht hier, das habe ich damals als Hörbuch gehört, wozu ich mich jetzt hier entschieden habe. Und zwar ist das Ein Akt der Gewalt von Ryan David Yahn. Das ist jetzt kein Horrorbuch, sondern eher ein True Crime Thriller, würde ich eher sagen. Und das beruht eben auf einer wahren Begebenheit und das macht es, finde ich, doch noch schrecklicher. Und zwar wird eine Frau in einer Wohnsiedlung wirklich mittendrin sichtbar für viele erst vergewaltigt und dann ermordet. Und dieses Buch schildert halt die Geschichte und eben wird aber aus verschiedenen Perspektiven, nicht nur aus der Sicht der Frau, sondern auch von Nachbarn geschildert, die das so halbwegs mitbekommen. Und es geht eben darum, um die Frage, warum hat ihr niemand geholfen, obwohl viele da teilweise etwas mitbekommen haben. Und das wird so ein bisschen umrissen, aber dieses Buch steckt noch, da steckt noch so viel mehr dahinter. Es stecken so viele Themen, die dort angerissen sind, drin. Das war mir fast schon ein bisschen zu viel. Also, ja, ob das Rassismus ist oder
Selbstmordgedanken oder die Polizei, die irgendwie korrupt ist. Also da steckt sehr, sehr viel drin und nicht nur diese eine Geschichte. Aber es hat mich wirklich sehr gefesselt und auch ja, sehr zum Nachdenken angeregt. Wir haben dazu, zu diesem Buch, tatsächlich auch mal ein Hangout gemacht. Und zwar war das die Steffi vom Steffis kleiner Bücherexpress. Macht ja leider keine Büchervideos mehr. Aber auch die Book Friends Forever waren dabei. Und da haben wir ein Hangout zu gemacht. Wir hatten das Buch alle gelesen und haben dann darüber gesprochen. Mal gucken, wenn ich dran denke, dann versuche ich euch das auch mal in der Infobox zu verlinken, weil das war wirklich sehr spannend, darüber zu sprechen, weil da hatte man wirklich sehr, sehr viel Redebedarf. Und dadurch, dass das eben so echt ist und dass eigentlich so viele Leute da ringsherum gewesen sind, hat es einen doch auch wirklich geängstigt, weil man dann denkt, was würdest du tun, wenn du entweder in der Opferrolle wärst oder eben auch in der Beobachterrolle, wird man eigentlich sagen, ja, ich würde natürlich Hilfe holen. Aber so einfach ist die Frage hier nicht zu beantworten in diesem Roman. Und das fand ich wirklich gut umgesetzt, diese Gedanken. Ja, andere wird es schon gemacht haben, oder es wird schon irgendwie vielleicht nur ein Streit oder man hat seine eigenen Gedanken, seine eigenen Probleme. Also man soll das nicht, natürlich nicht entschuldigen, aber es ist eben nicht ganz so einfach, wie man sich's oft macht. Und das fand ich hier wirklich sehr gut dargestellt. Wie gesagt, den Hangout werde ich mal in der Infobox verlinken. Und das Buch ist mir dazu auf jeden Fall eingefallen, obwohl ich es hier nicht im Regal stehen habe. Und das soll schon etwas heißen, dass es mir trotzdem so in Erinnerung geblieben ist. Zeig ein Buch, in dem du mit deiner größten Angst konfrontiert wirst. Ja, ich habe jetzt mal die ganzen emotionalen Ängste beiseite gelassen und mal überlegt, was so meine Ängste sind. Auf jeden Fall wären Spinnen so ein Fall. Aber ich habe mir jetzt mal eine andere Angst ausgesucht, mit der ich gar nicht so gerechnet habe, dass ich sie überhaupt habe, weil ich in so einer Extremsituation einfach noch nicht war und vielleicht ist die Angst auch nicht so ausgeprägt. Aber als ich es gelesen habe, da ist mir wirklich Angst und Bange geworden. Und zwar rede ich von passenderweise Angstrausch von Sarah Lotz. Ja, eigentlich geht es hauptsächlich um ein anderes Thema. Aber anfangs begleiten wir unseren Protagonisten in einem Höhlensystem. Und in dieses Höhlensystem, das eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit freigegeben ist, klettert er hinein, um ein Video für seine Website zu drehen. Denn er begibt sich immer an Orte, wo irgendwas Schlimmes passiert ist und filmt diese. Und ja, seine Zuschauer verlangen immer Extremeres, immer extremere Orte. Und jetzt will er eben in dieses Höhlensystem einsteigen, wo auch Leute umgekommen sind. Und er hat einen sehr, sehr creepy, seltsamen Führer, der sich da so ein bisschen auskennt, aber der auch ein bisschen unheimlich ist und mit dem ist er eben ganz alleine und keiner weiß so richtig, dass er da unten ist, dass sie da unten sind und klettert durch dieses Höhlensystem. Und da gibt es eben so Stellen, wo es so eng ist, dass ja, man teilweise nicht mehr vor und nicht mehr zurück kann. Und da ist mir aufgefallen, dass, ja, ich glaube, da würde ich ziemlich Panik bekommen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie in engen Räumen oder in Fahrstühlen oder so, habe ich keine Klaustrophobie. Aber wenn ich durch so einen engen Tunnel mich quetschen müsste und nicht vor und zurück könnte, ich glaube, da hätte ich Panik. Also da habe ich wirklich die Panik gespürt und dann steigt da auch noch das Wasser in diese Höhlen hinein. Ja, er überlebt dieses Abenteuer, aber wirklich mit einem großen Trauma. Aber seine Zuschauer verlangen noch mehr und so nimmt er sich als nächstes den Mount Everest vor. Und darum geht es eigentlich. Aber eben diese Höhlenkletterei. Und ich habe mir jetzt ja mittlerweile auch schon so einige Dokumentationen dazu angeschaut, wo ja manche Menschen einfach dieses Hobby betreiben, einfach durch enge Höhlen sich zu quetschen, ob das nun Unterwassertaucher sind oder einfach nur Leute, die irgendwelche Höhlen suchen, wo einfach noch nie irgendein Mensch gewesen ist und das einfach so faszinierend finden, einfach Orte zu finden, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen, dass es abenteuerlich ist, aber es sind so viele Leute da schon umgekommen, weil sie einfach nicht mehr vor und nicht mehr zurück konnten.
sich verletzt haben und da elendig verreckt sind. Also ja, einerseits ein faszinierendes Thema, aber eben auch sehr, sehr beängstigend. Viele Aufgaben haben auch danach gefragt, ein Buch zu zeigen, das mich so sehr in Angst versetzt hat, dass ich nicht mehr schlafen konnte, dass ich das Licht anmachen musste, dass ich Verfolgungswahn hatte und so weiter und so fort. Da waren einige Fragen, die ja so in die Richtung gingen, aber andere Floskeln, andere Begrifflichkeiten verwendet haben. Ich habe euch ja im letzten Video schon ganz großspurig erzählt, dass ich bisher noch kein Buch abgebrochen habe, weil es mir irgendwie zu heftig wurde. Und auch hier habe ich jetzt kein Buch für euch, aber ich wollte trotzdem nochmal anmerken, dass ich trotzdem jetzt nicht total eiskalt bin, besonders Filme und auch Let's Plays, die ich mir anschaue. Da ist es bei mir ganz anders. Ich glaube, ich reagiere besonders visuell und eben auch von Musik und von Ton, von Geräuschen viel extremer. Und da merke ich schon, dass ich manche Horrorfilme und manche Let's Plays entweder nicht alleine schauen kann oder aber ja, nicht lange ertragen kann. Und dass ich davon dann schon schnell mal Angstzustände bekomme und überall das Licht anmachen muss oder im Nachhinein nochmal irgendwie eine lustige Serie mir anschauen muss. Und bei Let's Plays, zum Beispiel bei Layers of Fear, dem Computerspiel, das ist auch irgendwie so ein Horror-Game. Und da gab es immer so 20-Minuten-Folgen und ich habe mich wirklich gesagt, okay, nur eine Folge. Und danach war ich dann aber auch wirklich durch damit. Also ich konnte dann nicht weiterschauen. Also ich bin jetzt kein Eisblock, aber bei Büchern ist es einfach nicht so extrem, weil ich einfach viel mehr auf Sound, auf Musik und auf Visuelles reagiere, was eben die Angst anbelangt. Aber bei Büchern kann es mir eigentlich nicht gruselig genug sein. Da mag ich das sehr, sehr gerne. Es gibt natürlich auch da mal Momente, wo ich irgendwie Geräusche höre oder in eine Ecke gucke und mir dann auch gruselt, aber nie so schlimm, dass ich dann nicht schlafen kann danach oder Albträume bekommen oder das Licht leuchten lassen muss. Also das ist mir bei mir viel mehr bei Film und Computerspielen ja, der Fall. Zeig ein Buch, das dich als Kind gegruselt hat. Und zwar sind das die Gänsehaut- und Fear Street-Romane. Ja, die habe ich als Kind wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Gänsehaut ist so ab 10 Jahren empfohlen und Fear Street, die Reihe, die geht dann schon so ein bisschen ins Jugendliche, ins Teenager-Alter, so ab 12, 13 Jahren. Und die Gänsehaut-Reihe ist auch ein bisschen kindlicher, demnach ist aber ein bisschen fantastischer. Und die Fear Street-Reihe geht eher so in die Thriller-Richtung, also weniger fantastisch. Ich habe jetzt mal hier stellvertretend diese beiden Bücher hier für euch rausgesucht, weil das meine Lieblinge in der Reihe sind. Einmal hier der Geisterhund. Ach ja, und die Reihe ist von R.L. Stine geschrieben. Und was ich bei Gänsehaut so wunderbar finde, ist, dass es so richtig schön effektheischerisch ist und jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger und das bringt so viel Spaß, weil man dann doch immer wieder umblättern will und das dann ja, wissen will, was dahinter steckt, hinter dem Geräusch und dahinter dem Schrecken, den unseren Protagonisten widerfahren ist und es dann doch nur irgendwas Harmloses ist und dann aber doch der Schrecken vorbeikommt. Ja, hier geht es eben um Geisterhunde, die einen kleinen Jungen, ich glaube einen Jungen ist, dass der eben, ich glaube mal, wieder umgezogen ist. Das ist oft der Fall, in ein neues Haus und dort begegnen eben diese Geisterhunde. Und Fear Street, das ist eben mein Lieblingsband in dieser Reihe, der Silberne Dolch, mag daran liegen, dass das einer der wenigen Bände ist, die tatsächlich doch ein bisschen fantastisch wieder sind. Und zwar ist das eine junge Frau, die mit ihrem, oder ein Mädchen, die mit ihrem Hund im Wald spazieren geht und über menschliche Knochen dann stolpert, beziehungsweise ihr Hund diese ausbuddelt. Und dann hat sie immer wieder Visionen von einem silbernen Dolch. Also egal wo sie ist, ob das unter der Dusche ist oder sonst wo, sie hat immer diese Visionen. Und was das damit zu tun hat, eventuell mit einem Mord, das kann man hier lesen. Ja, also kann ich sehr empfehlen zum Gruseln für Kinder, aber auch für Erwachsene, wenn man vielleicht mal an Halloween, das ist eigentlich eine perfekte Empfehlung, mal ein Buch durchlesen möchte, dann kann man das sehr, sehr gut machen.
Und ja, ich kann übrigens auch die Verfilmung, die neue Verfilmung zu Fear Street sehr empfehlen. Also das sind jetzt keine 1:1 Verfilmungen von Geschichten, sondern es reißt mehrere an. Und es ist so eine Trilogie, also es sind drei Filme, die in verschiedenen Zeiten spielen. Ich glaube, der erste in den 90ern, der zweite in den 70ern oder 80ern und der dritte dann im 17. Jahrhundert. Und die hängen aber irgendwie dann doch alle zusammen und sind stilistisch auch ganz unterschiedliche Horrorfilme. Also der erste ist eben typisch 90er und ich finde, die werden auch immer besser. Auch die Gänsehaut-Verfilmungen, da habe ich auch jetzt hier besonders mit Jack Black. Den mag ich einfach extrem gerne als Schauspieler und die fand ich auch sehr unterhaltsam, natürlich auch viel kindlicher, bisschen zu viel Action-Gedöns, aber trotzdem ganz lustig und ganz unterhaltsam. Vielleicht auch ein Filmtipp für euch zu Halloween. Ich glaube, die sind auch bei Netflix oder Amazon Prime gerade noch zu sehen. Zeig ein Buch, in dem es um Tod und Verderben geht. Ja, da kann man natürlich auch viele Horror- und Thriller-Bücher zeigen, aber ich habe mich jetzt mal für Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski entschieden. Das ist eben die Hexer-Reihe bzw. der erste Vorgeschichten-Sammelband. Und ja, hier geht es eben um den Hexer, der für Geld Monster jagt in einer sehr, sehr düsteren, mittelalterlich angehauchten Welt. Und die Hexer sind eben mutierte Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, aber eben auch ja, sehr gefürchtet werden und sehr verstoßen werden, aber wenn dann irgendwo Monster auftauchen, dann werden sie natürlich sehr gern gesehen. Ja, und ja, es geht viel um Tod und Verderben, eben durch diese ganzen Monster, aber es gibt auch viel menschlichen Schrecken und ich freue mich auf die zweite Staffel, die jetzt auch bei Netflix, glaube ich, im Dezember erscheint. Ja, ich habe die ersten zwei Sammelbände gelesen, ja, und dann muss ich jetzt langsam mal in die Hauptstory einsteigen. Und da ja, muss ich wirklich mal weitermachen, um Geralt weiter zu verfolgen und auch Ciri. Ja, auch da habe ich mit der Computerspielreihe angefangen und bin dadurch eigentlich ins Universum eingestiegen. Es ist wirklich doch sehr düster, sehr blutig, sehr viel Sex drin, aber es hat auch so einen gewissen Humor mit drin und die Welt ist schon sehr gut gezeichnet. Auch hier gibt es tatsächlich mehrere Märchenanspielungen, die natürlich auch sehr düster umgesetzt worden sind. Ja, aber eine wirklich coole Welt, ein sehr, sehr cooler Protagonist, den man sehr gerne verfolgt und ich finde auch die Neuaufmachung dieser Reihe wirklich sehr gelungen. Zeig ein Buch, das eine blutige Story hat. Da ist mir sehr schnell Brom als Autor eingefallen und zwar habe ich jetzt hier Kinderdieb rausgesucht. Das ist eine sehr, sehr düstere, brutale und blutige Umsetzung bzw. Märchenadaption zu Peter Pan. Ja, hier haben wir natürlich auch wieder Peter Pan im Fokus, der ja Kinder aufsucht, die verloren sind, misshandelt worden sind, zurückgelassen worden sind, auf der Straße leben, verzweifelt sind. Und er sammelt sie auf und nimmt sie mit sich auf seine Insel. Aber er macht es nicht nur, um sie zu retten und weil er selbstlos und gut ist, sondern er hat ein ganz eigenes Motiv, warum er sie zu sich holt. Und auf dieser Insel ist auch nicht alles wunderbar und prächtig. Es gibt auch Captain Hook, aber er ist da nicht der unbedingt der Böseste. Und jede Menge Kreaturen gibt es dort, die sehr, sehr unheimlich, düster und gefährlich sind. Ja, Brom hat wirklich einen sehr brutalen und blutigen Schreibstil. Trotzdem sind seine Geschichten nicht nur Gemetzel, finde ich, sondern haben trotzdem was Spannendes und auch irgendwie was Rührendes. Und ja, die Hintergrundgeschichten der Figuren, die nehmen einen dann auch schon mit. Ich fand das Setting hier wirklich schön. Es hatte manchmal tatsächlich auch was sehr Wundervolles, aber eben immer wieder diese Gefahr dazwischen. Und ich fand sie eben gut umgesetzt, dass eben es nicht nur Gut und Böse gibt, sondern auch viel dazwischen. Und dass hier eben nicht die typischen Figuren die Guten sind und die typischen Figuren aus der Verfilmung Peter Pan die Schlechten. Ja, und das solltet ihr aber wirklich lesen, wenn ihr
nicht zart beseitet seid, weil das schon ziemlich heftig ist. Genauso auch sein anderes Buch, was ich gelesen habe, und zwar ist das ja Krampus, das ist ja diese Weihnachtsgeschichte, auch extrem blutig und gewalttätig, aber das mochte ich sogar fast noch lieber. Das habe ich jetzt aber nicht genommen, weil es eher ein Weihnachtstitel ist und weil ich glaube, dass ich das öfter gezeigt habe bisher als den Kinderdieb. Zeig ein Buch, das dein Meister des Horrors geschrieben hat. Ja, mein Meister des Horrors hat sich nach und nach herauskristallisiert, ist Thomas Finn. Ich mag seine Horror-Thriller einfach extrem gerne. Ich habe jetzt wirklich viele seiner Werke schon gelesen und mein Liebstes von ihm ist Lost Souls. Und das finde ich einfach ziemlich cool. Was ich an Thomas Finn sehr gerne mag, ist, dass er immer irgendwelche Legenden mit einbaut. In diesem Fall ist es eben die Legende um den Rattenfänger von Hameln und da immer noch seine, ja, seine eigene Geschichte mit andichtet, die einfach ja, gut recherchiert ist und glaubwürdig, als ob es das tatsächlich geben würde. Und so ist es hier auch. Ratten spielen hier natürlich auch eine große Rolle und bringen einen, ja, besonders wenn man Ratten eklig findet, zum Gruseln. Aber gibt es auch viele, viele klassische Elemente, Haunted House Elemente auch und viele tolle Settings, die man hier findet. Und ich finde, es gibt immer sehr sympathische Figuren, in die man sich hineinversetzen kann. Man kann es gut lesen. Es gibt blutige Stellen, es gibt unheimliche subtil atmosphärische Stellen und man kann es wirklich gut weglesen, ohne dass es zu trashig oder eben ja zu oberflächlich ist, aber auch nicht zu kompliziert, weil man will sich ja hauptsächlich irgendwie gruseln. Ja, ich werde dazu auf jeden Fall nochmal ein einzelnes Video machen, wo ich euch alle meine gelesenen Thomas Finn Bücher vorstellen werde und sie vielleicht sogar auch nochmal ranken werde, aber ja, als kleiner Spoiler schon mal für euch, die dieses Video jetzt hier sehen, das ist bisher meine Nummer 1. Zeig ein Buch, das zwar gruselig war, aber keine fantastischen Elemente hatte, also realistisch war. Ich liebe es ja, wenn es in das Fantastische geht und ins Unheimliche, in das Übernatürliche, aber ich kann eben auch verstehen, wenn Leute das vielleicht nicht so mögen, aber sich trotzdem gruseln möchten und dann vielleicht eher in die Richtung Thriller greifen. Und ich habe ein Buch in meinem Regal gefunden, was ich trotzdem gruselig fand. Und zwar war das Emotion Caching von Heike Vollriede. Das habe ich tatsächlich mal gewonnen mit einer coolen ja, Signierung innen drin. Und da fand ich die Idee ziemlich cool. Ja, Emotion Caching. Es gibt nämlich eine Gruppe von Jugendlichen, die ziemlich gelangweilt ist und die sich ausdenken, Menschen dabei zu fotografieren, als sie große Emotionen haben. Das fängt relativ harmlos an. Sie beobachten einfach Leute und fotografieren sie dabei, wenn irgendwas passiert. Aber irgendwann ist es schwierig, diese Momente einzufangen und vor Ort zu sein, wenn diese Momente geschehen. Und so fangen sie an, das Ganze zu manipulieren und Menschen extra in solche Situationen zu bringen, wo sie Angst haben, wo sie ja Emotionen zeigen und dann werden sie gefilmt und fotografiert. Und das gerät irgendwann außer Kontrolle. Zu Anfang fand ich es noch ein bisschen viel Teenie-Gehabe, weil es geht auch viel so um, ich glaube, neue Stiefmutter oder ja, neue Familie, Akzeptanz und ja, doch sehr viel Pubertät, wo ich die Protagonistin nicht ganz so nachvollziehen konnte, wie sie sich verhalten hat gegenüber ihrer Familie. Aber zum Schluss, das, wie sich so gesteigert hat, fand ich dann tatsächlich auch ziemlich cool und dann wurde auch das Setting noch mal ein bisschen gruseliger. Aber es ist tatsächlich ohne Fantastik, also kommt ohne Fantastik aus. Und trotzdem fand ich sehr, sehr gruselig. Ich finde auch das Cover sehr gelungen. Passend auch zum Titel. Zeig ein Buch, das orange ist. Ja, das ist jetzt das Buch, was so ein bisschen heraussticht aus diesen ganzen gruseligen und sehr, sehr düsteren Büchern. Aber es ist tatsächlich das einzige Buch, das wirklich Knall-Halloween-orange ist, also Kürbis-orange. Und das passte einfach so gut, dass ich es jetzt hier mit reinnehmen wollte. Und zwar ist es Die Nacht gehört den Drachen von Alexia Casale.
Ja, und ich meine, hallo, wie cool leuchtet das bitte orange? Passt doch perfekt zu Halloween, jedenfalls optisch. Ja, inhaltlich ist das Buch, geht es eher so in eine andere Richtung, auch wenn das auch erschrecken kann. Tatsächlich habe ich damit gar nicht so gerechnet, dass mich das so tief bewegt. Es geht um ein Mädchen, das adoptiert wird von ihren Eltern. Ich komme nicht mehr ganz so drauf, schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe. Und sie hat eben so eine kleine Drachenfigur. Und die wurde ihr aus ihrer Rippe, die sie bei einem Unfall, ja, die ihr bei einem Unfall entfernt werden musste, wurde dieser kleine Drache geschnitzt. Und der ist ihr Glücksbringer. Und der scheint aber nachts lebendig zu werden und mit ihr zu kommunizieren. Und es scheint irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen zu sein, was sie verdrängt hat und was ihre Pflegeeltern ihr verheimlichen. Ja, und was dabei rumkommt, damit habe ich denn tatsächlich nicht gerechnet und hat mich dann doch auch sehr bedrückt. Aber es geht schon mehr so in die Drama-Richtung als in die Horror-Richtung. Und natürlich der Drache hat mich hier sehr fasziniert und fand ich wirklich schön, der ihr so ein bisschen, ja, Weisheit und ihr so ein bisschen hilft, sich selbst zu finden und ihre Erinnerungen wieder wachzurufen. Ja, so ein kleines bisschen Magie ist da natürlich mit dabei, deswegen bin ich da natürlich überhaupt drauf aufmerksam geworden. Zeig ein Buch, das du für Horror- und Gruseleinsteiger empfehlen würdest. Ja, dazu habe ich tatsächlich mal ein ganzes Video gedreht, einfach mal so Tipps und Tricks, die ich Horror- und Gruseleinsteigern geben würde. Und da habe ich in verschiedene Richtungen auch Bücher vorgestellt und ja, erzählt, warum ich das als Einsteiger gut empfehlen würde. Und wenn euch das interessiert, werde ich auch das in der Infobox verlinken. Oh Gott, ich will ganz schön viel verlinken. Ja, ich versuche aber alles, ja, beim Schneiden werde ich da ja eigentlich wieder dran erinnert. Und dann versuche ich daran zu denken, weil das Video habe ich, glaube ich, letztes Jahr zum Spuktober hochgeladen und euch mal alle Bücher gezeigt, die ich für ja, Gruseleinsteiger empfehlen würde. Und ich habe mir jetzt ein Buch rausgesucht, das so mehrere Tipps beinhaltet. Zum einen ist es ein Jugendbuch, ein Kinderbuch, was eben noch nicht ganz so krass ist, wenn man als Einsteiger erstmal so ein bisschen an sich rantasten möchte. Und es ist eine Kurzgeschichtensammlung. Und dadurch, wenn man mehrere Geschichten mal anliest, kann man natürlich erst erfahren, in welche Richtung man Grusel mag. Weil ja, Grusel gibt's und Horror gibt's natürlich in vielfältiger Ausführung. Und auch ich mag nicht alle Horrorbücher und nicht alle Horror-Untergenres. Und da muss man natürlich sich ein bisschen ausprobieren. Und da finde ich bei sowas eigentlich Kurzgeschichten eigentlich gar nicht schlecht, weil ja, man da vielleicht mal so ein bisschen in verschiedene Richtungen gucken kann. Ja. Zum einen habe ich hier eben Schauergeschichten oder Onkel Montagus Schauergeschichten von Chris Priestley. Ja, eigentlich eine Trilogie. Es gibt drei Bücher davon, von diesen Schauergeschichten, und es gibt immer eine Rahmenhandlung. Und deswegen ist die schon so ein bisschen aufeinander aufbauend, aber die Geschichten an sich, die dort enthalten sind, die sind für sich, ja, eigentlich abgeschlossen. Es geht um unseren jungen Protagonisten, der einen Onkel hat, Onkel Montagu, und zu dem er ab und zu mal zu Besuch kommt. Und Onkel Montagu hat halt verschiedene Objekte in seinem Heim und zu jedem Objekt in seinem Zuhause hat er irgendwie eine Geschichte parat. Und die erzählt er unserem Protagonist. Hieß er Edgar? Eddie? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Edgar, genau, habe ich tatsächlich richtig in Erinnerung. Und ja, natürlich ist es auch bei Kurzgeschichten-Sammelbänden so, dass man da mal mehr, mal weniger positiv von angetan ist. Das ist einfach nur mal so bei Sammlungen. Ich habe mich jetzt gar nicht so gegruselt hier drin. Ich fand halt diese Rahmenhandlung cool, dass das so hereingepackt wurde in eine Rahmenhandlung. Besonders Band 2 fand ich sogar noch besser, weil es noch ja, eingerahmter war und die Geschichten noch besser hineingepasst haben. Und ich habe euch auch noch einen zweiten Kurzgeschichten-Sammelband mitgebracht, und zwar ist das das Fantastikum, seltsame Erzählungen. Das ist ja herausgegeben worden von unserem Florian, der hier auch auf YouTube unterwegs ist, einen eigenen BookTube-Kanal namens Creepies Creatures Reviews hat. Und er hat eben
mehrere Autoren angefragt, die für dieses Buch halt Kurzgeschichten geschrieben haben. Und hier ist es noch vielfältiger, das Ganze, was Horror angeht. Also bei Chris Priestley war es ja eben nur ein Autor, der in seinem Stil immer wieder andere Kurzgeschichten geschrieben hat. Und hier haben wir wirklich auch verschiedenste Untergenres des Horrors, ob das eher subtiler war, ob das blutiger war, geheimnisvoll oder ziemlich zombie-mäßig, wie auch immer. Also da haben wir 12 verschiedene Stories, 12 verschiedene Schreibstile. Und das, sowas könnte ich eben auch gut mir vorstellen, für Einsteiger einfach mal reinzugucken. Ansonsten muss man natürlich einfach das nehmen, worauf man wirklich Bock hat, was einen interessiert. Das ist, ja, so einfach es klingt. Ja, und das Buch ist auch noch wunderschön illustriert. Von Chris Priestley war es auch illustriert und das hier hat aber auch wirklich ganz, ganz tolle Illustrationen. Ja, also Kurzgeschichten-Sammelbände kann ich für Einsteiger eigentlich gut empfehlen, um sich so ein bisschen zu orientieren. Zeig ein Buch, das wie ein Wolf im Schafpelz ist. Also ein fröhliches Cover hat, aber eine creepy Story. Ja, da habe ich erst gar nicht so viel gefunden und das Buch ja, passt auch nur so, ja, so lala auf diese Aufgabe. Ich und die Menschen von Matt Ruff habe ich mir hier rausgesucht. Also das Cover ist ja auf jeden Fall sehr fröhlich, sehr bunt und jetzt nicht unbedingt gruselig. Es geht um einen jungen Mann, der halt mehrere Persönlichkeiten in sich trägt. Und er, ja, geht regelmäßig zum Psychologen, zum Therapeuten und hat mit Hilfe dieses Therapeuten irgendwie seine Persönlichkeiten in seinen Kopf in ein Haus gebaut, sodass seine Persönlichkeiten immer Platz haben und dass sie in diesem Haus zusammen wohnen. Und je nachdem, wer eben aus diesem Haus heraustritt, auf den Balkon hinaus, der ist gerade in der Realität. Es gibt halt immer gewisse Zeiten, die sich dann immer teilen, die ja dann mal herauskommen und dann auch mal Körperzeit haben, dann auch mal duschen können und dann, ja, er hat sich irgendwie eben in der Realität so ein bisschen arrangiert, dass er eben zurechtkommt. Doch dann bekommt er eine neue Arbeitskollegin und er soll sie ein bisschen unter die Fittiche nehmen, denn sie scheint ja dasselbe Problem zu haben, unter mehreren Persönlichkeiten zu leiden, aber sie weiß davon noch nichts und sie ist total am Anfang dieses Traumas, dieser Krankheit, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und sie hat halt immer wieder Blackouts und weiß nicht, wacht irgendwo auf, kann sich nicht erinnern, was sie in den letzten Stunden, was sie am letzten Tag gemacht hat. Und ja, er will eigentlich damit gar nichts zu tun haben, weil er eigentlich jetzt ja ganz gut zurechtkommt und das ganze alte Wunden aufreißt. Aber irgendwie kommen sie dann doch zusammen und haben dann bestimmte Ziele. Es kommt dann auch noch zu einem so einem kleinen Roadtrip. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie hinwollen. Ich glaube, an Orte der Vergangenheit, um ihr zu helfen. Und er merkt stetig, dass so richtig alles in Ordnung bei ihm immer noch nicht ist. Und er auch gewisse Traumata hat, die er noch verarbeiten muss. Und was dabei rumkommt, und ich meine, es ist alles so ein bisschen skurril und witzig auch geschrieben, aber ich meine, diese mehreren Persönlichkeiten, das gibt es ja in der Tat, diese, ja, dieses psychische Vorkommen und warum man mehrere, ja, Persönlichkeiten von sich abspaltet, das hat ja auch einen Grund und das ist meistens etwas sehr, sehr Schlimmes, was man durchleben musste und was man einfach so einen Schutzmechanismus aufbaut und es dann dadurch irgendwie verdrängt oder verarbeitet, aber ja, das, was dabei dann rumgekommen ist, das fand ich dann doch sehr unheimlich, sehr creepy, sehr mitnehmend. Und weil man eben weiß, dass das ja keine Fantastik dahinter steckt. Also es war durchaus, fing durchaus sehr locker, sehr lustig, skurril an, wurde dann aber immer ernster, weil man eben diese ernste Thematik dahinter verstanden hat. Und deswegen habe ich jetzt dieses Buch ausgewählt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Also da sind mehrere Sachen vereint, die ich einfach sehr gern gelesen habe. So, das waren sie, die Aufgaben. Falls ihr eure Aufgaben jetzt nicht entdecken konntet unter diesen, habe ich sie entweder zu anderen zusammengefügt und sie so ein bisschen angeglichen
Oder es waren einfach Aufgaben, die ich nicht beantworten konnte. Zum Beispiel war die Aufgabe, zeig ein Buch, das an H.P. Lovecraft erinnert oder herankommt oder ähnlich ist. Und ich habe H.P. Lovecraft einfach noch nicht gelesen und kann dazu nichts sagen. Oder ein Buch, worin Nebel eine große Rolle spielt. Und da ist mir jetzt auch nichts eingefallen. Also klar, Nebel spielt immer irgendwie eine atmosphärische Rolle, aber wirklich, wo es in der Story, in der Geschichte wirklich um Nebel ging, da ist mir tatsächlich nur der Film eingefallen. Hieß der auch Der Nebel? The Fog? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß aber, dass ich einen Film gesehen habe, wo es immer wieder Nebel aufkam und der Böses eben mit sich brachte. Aber ein Buch ist mir nicht eingefallen. Es kann sein, dass es irgendwo in Büchern vorkam und ich mich einfach nur nicht dran erinnerte. Aber ja, da sind so ein paar Fragen eben aufgetaucht oder die so ein bisschen in diese Richtung gingen, die dir Gänsehaut eingebracht haben oder die dir das Blut in den Adern gefrieren hat lassen. Die habe ich halt alle eben in diese eine Frage zusammengepackt, die mich so sehr, ja, zeig ein Buch, das dich so sehr ängstigt, dass du das Licht nicht mehr ausmachen wolltest und so weiter. Also ich musste da so ein bisschen sortieren, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht genug Bücher gehabt oder es hätte sich einfach wiederholt. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass es euch gefallen hat, das Video, und dass ihr jetzt meinen gesamten, ja, Gruselbuchbestand eigentlich kennt. Das ist doch eigentlich auch ganz nett. Ein schöner Abschluss für den Spooktober. Ich hoffe, es hat euch insgesamt gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch irgendeine Aufgabe beantworten möchtet, die ich jetzt hier genannt habe. Wenn ihr weitere Horrorbuchtipps habt, dann immer her damit. Dann können wir uns ein bisschen in den Kommentaren austauschen, auch über die Bücher, die ich natürlich gezeigt habe. Wenn ihr dazu irgendeine Meinung habt, dann gerne her damit. Und ja, ich habe auch die Playlist wieder verlinkt, dass ihr, wenn ihr jetzt immer noch Lust habt auf Horror- und Gruselbücher, dass ihr irgendwie da nochmal schauen könnt, ob ihr da vielleicht noch irgendein Video noch nicht von mir gesehen habt, was dieses Thema beinhaltet. Und jetzt wünsche ich euch natürlich noch eine schaurig schöne Lesezeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!